In unserem zweiten Teil der Reihe Streifzüge durch die Geschichte des Frankfurter Bahnhofsviertels nehmen wir die damalige Frankfurter Feldgemarkung genau in den Blick. Denn dieses spätere Areal des Bahnhofsviertels zwischen Mainzer Landstraße und Main war vor der systematischen Erschließung Ende des 19. Jahrhunderts keineswegs unbesiedelt. Auf den Flächen im Frankfurter Westen standen Gutshöfe wie der Gutleuthof, Sommerhäuser und Villen. Seit dem 17. Jahrhundert zogen die Frankfurter die frische Mainbrise und einen eigenen Garten der stickigen Stadtluft vor. Auf dem Merianplan von 1628 lassen sich am Main 8 abgesteckte Parzellen mit Bäumen, künstlichen Beeten und zweigeschossigen Sommerhäusern mit Satteldach entlang des heutigen Untermainkais ausmachen. Im späteren 17. Jahrhundert standen dort 14 Gebäude und die Windmühle, die der heutigen Straße ihren Namen gab. Der Chronist Johann Bernhard Müller schrieb 1747 über die Attraktivität der Sommerhäuser mit ihren Gärten am Main folgendes. Zitat: Unter den angenehmsten Ergötzlichkeiten der Menschen hat billig die Landlust den Vorzug. Reiche, welche ihre eigenen Höfe, Meiereien und Gärten haben, genießen dieses Vergnügen mehr als andere. Auch die in so großen Städten wohnen, finden unter anderem darin ihre angenehmste Veränderung. Sie begeben sich zur Sommerszeit auf das Land, nehmen in ihren Lusthäusern und Gärten von der anmutigen Jahreszeit teil und empfinden all da diejenige sinn- und gutserfreuliche Anmut, welche sie in der Stadt vergeblich suchen und erhalten würden. Zitat Ende. Das spätere südliche Bahnhofsviertel war also ein nobles Wohngebiet für wohlhabende Frankfurter. Die früher für kurze Tagesausflüge genutzten Häuser wandelten sich durch Um- und Ausbau zu Ausflugsdomizilen am Wochenende oder beengten Dauerwohnsitzen in den Sommermonaten. Im 19. Jahrhundert entstanden stattliche Villen. Hierzu mehr in unserem nächsten Beitrag.